auf der ganzen Welt wird Musik konsumiert in höchsten Dosen und zahlt wird sie nicht mehr. Das ist unser Leben. Und wenn du mir nachher sagst, ah, du bist jetzt easy, super, du kannst ein bisschen daheim bleiben, den Kindern zuschauen, hey, das stimmt einfach nicht. Wir haben ziemlich einen harten Fight im Moment. Und es ist genau eine gleiche Geschichte. Jetzt kommt die No-Bilag-Geschichte nämlich vor das Volk und die wird unter Umständen von diesen vielen Bürgern dort draussen noch angenommen. Das heisst aber noch einmal, dass Kultur, dass Musiker und Filmer und weiss der Teufel was, noch einmal beschnitten werden. Ein Land pissen auf Künstler hier. Das musst du einfach wissen. Mhm. Also. Alles gratis, nichts zahlen. Furchtbar, ist furchtbar. Ja. Ich gehe in die Bäckerei, hole ein Kilo Brot und sage Tschüss, ich habe Hunger. Das reicht. Das ist das Argument. Ich nehme Brot, weil ich Hunger habe. Zahlen tue ich dir nichts. Und dann gehe ich in die Metzgerei, hole einen Kalbsbraten, 2,5 Kilo, lasse die Freunde ein, zahle nichts. Ich sage einfach, Metzger muss halt selber schauen. Ich habe Hunger und die Freunde haben Freude, wenn ich einen Kalbsbraten mache. Machst du ja auch nicht. Gut. Es gibt ja zum guten Glück noch ein Visa, wo, wenn am Radio gespielt wird, dass etwas kommt, oder dass, wenn bei Spotify, die ist einfach, glaube ich, können die Dinge nicht. Es ja, ist ja. Einfach, glaube ich, fast nichts. Ja, es ist 0,0015 Rappen. Das heisst, wenn du 1 Million Mal gestreamt hast, kannst du deine Frau nicht zum Nacht einladen. Also ist es eigentlich dann umso wichtiger, dass du Konzert machst, weil das ist ja das, wo viele Musiker sagen, das ist eigentlich das Einzige, wo wirklich noch kannst, davon leben, wo man auch nicht herunterladen kann und downloaden, kopieren und weiss nicht was, sondern ja, wirklich ja, aktiv hingehen. Ich nehme es nachher so wahr. Oder? Dann kommt der Gurte, dann wird das 3-Tages-Billet wird irgendwie 40 Stutz teurer, weil die Bands offenbar mehr Gage wollen. Und dann nassen die alle zusammen ein und sagen, oh, was, 40 Franken mehr zahlen für etwas, was sowieso schon schön ist. Und du denkst die ganze Zeit, Kinder, an einem Ort passiert es halt einfach. Wenn ihr die Musik holen und nichts zahlen wollt, wenn ihr an diesen Events teilnehmen wollt, dann kostet es euch halt jetzt langsam etwas. Also, ich weiss auch nicht, was die manchmal denken. Mhm. So verpeilt und verstrahlt ist doch niemand, oder?